Moin Moin, Matthias, willkommen zurück zu Mafia 3. Ich habe es euch ja versprochen, sobald ich ein Versteck der Southern Union gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Und hier ist eins. Ich habe den Verteilerkasten gehackt, der sich hier befindet. Und daraufhin wurde mir hier dieses Southern Union Versteck angezeigt. Und da marschieren wir jetzt rein und machen alles platt. Das ist der Plan. Ich muss dich. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Na super. Auf geht's! Alle Mann in Deckung! Geht mir auf den Weg! Wir haben einen Gast! Hi! Gleich gibt. Bam, in your face. Los, mir nach. So, jetzt noch was Blaues zu sammeln. Wo denn? Ach, da oben wahrscheinlich. Ach, wie soll ich da hinkommen? Ich suche mir Deckung. Ich. Hi. Was bist du denn hier? Okay. Okay, was genau soll ich hier jetzt machen? Geld sammeln einfach nur? Scheint so, ne? Also Geld sammeln und alles töten. Das krieg ich hin. Dann gehen wir wieder runter. Na, das ist aber auch eine mühselige Art und Weise, jetzt das Geld zusammenzukriegen. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon so ziemlich. Irgendwie muss ich auch noch aufs Dach kommen, denn da war ja noch irgendwas Blaues zu sammeln. Oder das war bestimmt das Poster, was ich gerade gekriegt habe, beziehungsweise das Magazin. Ja, wie komme ich jetzt zu ihm da hinten? Ah, hier. Hallo. So, das war's im Prinzip. Geldmäßig alles gesammelt. Feindemäßig alles getötet. Sammelmäßig alles gesammelt. Nicht wahr? Hier ist. Ach nee, das ist die Notiz. Ja, dann sind wir hier durch. Hat's ja jetzt nicht so gebracht, eigentlich. War es das wirklich schon? Versteck angreifen, um die kriminellen Aktivitäten in diesem Bezirk zu übernehmen. Oder ist das hier.
Wäre das vielleicht das Finale gewesen, wo dann quasi der Endgegner steht? Ist das vielleicht hier? Und ich habe jetzt einfach dieses Ding hier aus Zufall angegriffen. Und der steht hier jetzt halt noch nicht, weil ich ja noch nicht genug Schaden gemacht habe. So, ich musste gerade niesen, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung, das kann natürlich sein, dass das so ist. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich sonst hier den Schaden zusammenkriegen soll. Also ich werde jetzt mal überall hier diese Verteilerkästen hacken. Aber sonst weiß ich auch nicht, wie es hier weitergehen soll. Ja, ich versuche mit diesem Auto klarzukommen. Ich bin so langsame Autos nicht mehr gewohnt. Aber ich vermute mal, dass hier das Finale Versteck der Southern Union ist, wo sich dann der entsprechende Capo-Typ versteckt. Ich weiß es nicht. Dann fahren wir mal zu dem Verteilerkasten, gucken mal, ob in dem Bezirk dann vielleicht auch noch so ein Southern Union Versteck angezeigt wird. Was ich halt komisch finde, wenn ich hier auf die Karte gucke und gucke mir meine Missionen an, dann stehen hier unten ja Lager der Southern Union und Traditionszentrum der Southern Union. Und die kann ich nicht auswählen, die werden mir auf der Karte nicht angezeigt. Meet with Contact NAM. Da ist irgendwie eine Variable drin. Also irgendwas ist hier falsch. Irgendwas ist hier verbuggt vielleicht. Oder ich mache selber irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. So, also hier wird mir jetzt nämlich nichts angezeigt. Dann weiß ich es nicht, keine Ahnung. Aktuelles Ziel, Meet with Contact Name. Das ist definitiv eine Variable für irgendwas. Also das ist definitiv ein Bug. Und ich kann das mal versuchen, hier mit Jackie Grimaldi zu reden, aber normalerweise geht das ja nicht. Immerhin können wir in die Kirche unserer Wahl gehen, weil ich ja noch nicht genug Schaden habe. Ich werde es mal versuchen. Aber in der Regel funktioniert das nicht. Das hat mich ja damals gemerkt, wo ich diese Autos alle anhalten und zerstören musste. Weil ich da ja auch nicht genug Schaden hatte. So, jetzt ist hier irgendwo noch ein Playboy-Magazin. Das hole ich mir gerade auch noch. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, weil mir diese beiden Ziele halt nicht mehr angezeigt werden auf der Karte. Na gut, ich fahre da mal hin und gucke mal, ob da irgendwas passiert. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich diese Typen, die ich getötet habe. Vielleicht hätte ich die befragen müssen. Aber normalerweise, dass die mir quasi den Standort dieser beiden Ziele, die mir jetzt noch fehlen, verraten. Aber normalerweise steht ja dann auch befragen da und nicht töten. Die Leute, die ich befragen kann, die kann ich auch nicht töten. Also eigentlich wüsste ich nicht, was ich da falsch gemacht hätte. Ach, hier muss ich doch hin. Mann, ich vertue mich jedes Mal.
So, aber normalerweise kann ich jetzt mit ihr nicht reden, weil ich, wie gesagt, den Schaden noch nicht habe. Was brauchen Sie? Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Genau, da war ich gerade. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich guck's mir an. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Ja, es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Ich muss in diesen Supermarkt, in dem ich gerade war, den ich gerade durch Zufall auf der Karte entdeckt habe und da so ein bisschen Radau gemacht habe. Das ist genau das Ziel, wo ich jetzt hin muss. Und wahrscheinlich werde ich da die 35.000 Schaden noch machen können. Ach man, das ist ja jetzt echt blöd. Na gut, wissen wir Bescheid. Also wieder rein in den Supermarkt. Die haben die Leichen wahrscheinlich alle gerade zur Seite geräumt. Und stellen sich jetzt auf die gleichen Positionen und warten, dass ich nochmal dahin komme. Das macht Sinn. Na gut, wenigstens wissen wir, wie es weitergeht. Also wieder zum Supermarkt. Naja, ich habe genau den Gedanken noch gehabt. Das ist garantiert. Gut, ich habe gesagt, es wird das Finale, der finale Gegner sein. So ist es ja jetzt dann doch nicht. Und ich muss jetzt warten, bis es dunkel wird. Aber das kann ich hier tun. Ich kann mich hier hinsetzen. Okay, ich warte jetzt hier auf den Sonnenuntergang. Na gut. Ach Mann. Hallo Kumpel. Eigentlich müsste der Supermarkt noch voller Leichen sein. Nicht, dass das eine Ratte war. Ich glaube doch. Eine ganz schön große, atomar verseuchte Ratte. So wie Meister Splinter. So, die Weste habe ich gerade schon mal angezogen. Danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir... Ich wiederhole... Dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Okay, was geht denn hier? Die Gebote beginnen bei 1000 Dollar. Höre ich 1000? 1000 Dollar. Höre ich 2000? Renat! Rennt, so schnell ihr könnt! Gütiger, s'il vous plaît, lass mich das überleben! Wo sind die anderen? Rennt um euer Leben! Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco! Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch! Du weißt zu viel. Ja, rette die Opfer des Menschenhandels. Ich glaube, die Opfer des Menschenhandels habe ich hier gerade erstmal gekillt. Makano-Verstärkung greift mich an, das ist aber jetzt auch nicht nett. Erstmal ein Selfie hier vor der Southern Union Flag. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier irgendwie heile rauskomme. Ist ja jetzt auch nicht nett.
Aber sie kommen nicht rein, sie stehen draußen vor der Tür. Und warten auf mich. Verschafft mir etwas Zeit! Wie komme ich denn hier jetzt raus, verdammt? Ich bin hier. Sag, wann's losgehen soll. Ja, komm her. Scheiße, der ist hinüber. Bam, in your face. Ich bring meinen Arsch aus der Schusslinie. Scheiße, ich muss nachladen. Haha. So, ich nehme mal euer Auto, ne? So, was denn? Linke, was machst du denn? Du Trottel! Ah, du Vollidiot, ey. Ehrlich. So, dann retten wir mal die Opfer des Menschenhandels. Das ist ja wie in Watch Dogs hier. Mann. Da macht das Spiel mal was vollkommen Unerwartetes anderes und zeigt mir nicht sofort das Ziel an, sondern ich muss mit dem Questgeber reden, obwohl ich die Schadenssumme noch nicht erreicht hatte. Und ich komme vollkommen durcheinander. Na gut. Wir sind wieder in der richtigen Spur. So, fahren hier hoch, hier war ich doch auch schon ein paar Mal. Ja, Lincoln. Verdammt nochmal, war das? Das war ich. Ich war das. Hier, ich. Was haben wir denn? Guten Tag. Aber ich denke mal, hier drin wird es auch ziemlich heftig abgehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach wird. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Macht es nicht Spaß? Was immer du sagst. Schönen Besen hast du da. Willst du damit nach Hause reiten? Alles klar? Machen wir einfach unsere Arbeit, okay? Ich hab da drüben was gehört! So, hoffentlich guckt der andere jetzt weg. Nein, tut er nicht. Verdammt, was soll? Ich sehe ihn! Oh mein Gott! Ja, das war so klar. Nein! Ja,
Ja, klar. Danke dir. Jetzt habe ich die Schadenssumme erreicht. Ja, super. Jetzt kommt die Verstärkung noch. Naja, gut, schauen wir mal. Die kriegen wir auch noch tot. Lustig ist natürlich, dass die jetzt alle vorbeirennen an der Verstärkung. So, ich nehme mir mal gerade euer Auto. Gucke mal, wie ich hier irgendwie wegkomme. Mein Gott. Also die Verstärkung bestand jetzt aus einem Mann, oder was? Okay, dann fahren wir jetzt mit einem Southern Union Auto zu Jackie Grimaldi. Naja, haben wir es ja doch noch hingekriegt. Lincoln away! Nice and shiny. So, Jackie, erzähl mir, wo ist der Chef? Sie haben alles zerstört. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Ach, natürlich. Wie haben Sie ihn gefunden? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles in Ordnung? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich habe einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Auf jeden Fall. Mein Wort drauf. Und so, habe ich doch recht gehabt. Das Finale steigt im Supermarkt. Habe ich doch gesagt, Kinders. Habe ich doch gesagt. Ich bin in Frisco 4. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich bin so, in Frisco. Einmal ausstatten hier. Ich mache mich schon auf den Weg. Da kommen sie alle an. Tut mir leid. So, hier ist mein Geld. Da ist mein Auto und da ist mein kleiner Waffentransporter, der mitten auf der Kreuzung parkt. So, okay. Also, Pistoletta. Ja. Vielleicht, ach. Ja, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Scheiße. Egal. So, hier haben wir jetzt ausgerüstet. Die kann ich auch gratis ausrüsten. Okay. Die habe ich jetzt. Munition ist voll. Okay, Sprengstoff. Ja, damit. Fahrzeugmodifikation. Habe ich alle. Nachschub ist voll. Schusssichere Weste nehme ich mir gerade noch mit. Und kriege ich vielleicht noch eine Verbesserung? Nein. Alles klar. Dann sind wir jetzt voll ausgerüstet. Und fahren zu Chester Moreau rüber. Der sich, wer hätte es anders gedacht, im Supermarkt befindet. Oh, hier steht mein Auto, oder liegt mein Auto, besser gesagt. Ma'am. Okay, das Finale. Bevor es zum Finale geht. So, ich glaube, wir nehmen mal wieder den Hintereingang, oder?
denke schon. Wieso muss ich jetzt schon wieder hacken? Ich bin ja schon tausendmal durchgegangen. Mann. Der Supermarkt gehört mir quasi schon. Ich war öfter hier als in meiner Wohnung. Demjenigen, der den Wichser abknallt, $500 Belohnung. Der Nigger wäre dämlich, wenn er hierher käme. Da drüben! Schieß den Arsch endlich! Was hast du gerade gesagt? Wir haben ein Problem. Ich habe ihn voll im Visier. Na, nein. Wo kommst du her? Da müssen schon okay, das ist doch mal ein leiser Auftritt. Bewegt euch! Der letzte Tag deines erbärmlichen Lebens. Wir haben noch einen Toten. Mein Gott, das war doch so gar nicht geplant. Ehrlich. Los geht's. Zeit zu sterben. Kommt mit! Boah, Linke, was machst du denn, du Trottel? Schnappt euch die! Das ist deine eigene Schuld! Was ich hier getan haben! Na? Naja, geht doch. Ein bisschen Gewalt hier, dann passt das schon. Ach, das ist schon der Obermotz. So, Chester. Guten Tag. Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um. Ich will nur, dass du verreckst. Sklavenhandel ist gesichert. So, Burke, das ist dein Ding. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Wenn wir hier den ganzen Scheißbezirk schon sichern, sollten wir ihn ab jetzt auch kontrollieren. Sonst gibt's Stunk. Mein Gott, kann ich dem mal was aufs Maul hauen, ehrlich? Der respektiert meine Autorität nicht. Kann ich ja gar nicht ab sowas. Durch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sal Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen und bevor die was checken, stehen sie dann da, ganz allein, hilflos wie kleine Kinder. So sieht's aus. Donovan hat mehr Infos über Remy Duval. So, Remy Duval ist der Chef hier von diesem ganzen Bezirk. Und um den müssen wir uns noch kümmern. So, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wie ich hier rauskomme. Quasi hier so. Okay. So, wo ist mein Auto? Du bist nicht mein Auto. Du bist mein Auto. Schön eingepackt für mich, das ist nett. So, dann wollen wir mal schnell zu Donovan, damit der uns schnell was über Remy Duval erzählt. Und dann wollen wir mal schnell zu Remy Duval. Dann kriegen wir das vielleicht alles noch hier in diesem Teil unter. Uah. Oh, der ist natürlich meilenweit weg.
glaube, dann verschieben wir Remy Duval doch auf den nächsten Teil. Okay, so machen wir das. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt von euch, fahre gerade zu Donovan rüber. Und sobald ich da bin, werde ich mich wieder bei euch melden im nächsten Teil von Mafia 3. Es geht dem Ende zu. Wenn ihr Langeweile habt, guckt euch gerne meine Mafia 1 und Mafia 2 Let's Plays an. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.